Willkommen zurück bei Skyrim. Letzte Folge hatte ich ja gesagt, wollte ich ja eventuell von hier aus, von Weißlauf, hier rüber zu der Quest latschen, weil es ja noch was zu entdecken gäbe. Aber ich sehe gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel von hier aus latsche oder von hier aus, hat man ja schon abgelaufen, da gibt es eigentlich, oder von hier nach hier gibt es halt auch nicht wirklich was zu entdecken, nehme ich mal an. Deswegen... Waldheimer Türme abgeschlossen. Ach ja, hier die Banditendinger. Von wo aus wollen wir denn losgehen? Ich meine, hier muss ja dann hier den Berg rauf, ja, und dann hier rüber. Oder da hinten den Berg entlang und hier hin. Naja, packen wir schon irgendwie. Aber. Du kannst von diesem Ort aus nicht schnell reisen. Achso, ich muss erstmal aus der Drachenfeste heraus, ne? Ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht. Ja, pass mal auf, Kleiner. Aber verlaufen. Hättest mir ja mal sagen können, dass ich hier falsch bin. Nö, 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 nö. Freche Kinder. Was ist los? Drachen? Ja, ist doch jetzt langsam bekannt mit Drachen. Ja, eben hier raus und dann schnell rein, ne? Oder Pferdchen holen. Ich glaube, das Pferd kann man später noch holen. Wird wahrscheinlich eh zwischendurch immer wieder absteigen, aufsteigen, absteigen, aufsteigen dann geben. Und da habe ich auch keine große Lust drauf. Von daher gehen wir jetzt von hier aus in die Richtung nach Riften. Ja, ich habe Riften ja eigentlich schon entdeckt, ne, durch diesen Pferdevorfall. Durch das Geklaute. Aber normalerweise wäre man da ja noch nicht gewesen. Deswegen... Jetzt zu Fuß dahin, in der Dunkelheit. In diese Richtung, nehme ich mal an. Wenn man hier einen Weg hätte, wäre das natürlich noch viel toller. Aber egal, schaffen wir so. Hoffe ich. Heute gelesen, Gamer und YouTube einigen sich. Yay, keine gesperrten Gamer-Videos mehr. Wobei, naja, ich hatte noch nie großartig Probleme mit den gesperrten Gamer-Videos. Gibt ja genug Möglichkeiten, das zu umgehen. Aber interessiert mich so eigentlich nur sehr, sehr am Rande. Weil einerseits habe ich die Musik eh nicht so groß verfolgt, die sie da gesperrt hatten. Und naja, ich selber werde auch wahrscheinlich hier eh nie groß Gamer-Musik oder sonst was benutzen. Von daher ist mir nochmal egal. Ha, gehen wir jetzt hier richtig oder total falsch? Ich meine, warte noch mal eben auf die Karte. Ja, ne, es ist in Ordnung. Wo ist denn nur der Aufgang hier vorne? Das sieht mir hier so aus, ne? Ja, ja, wird schon hinhauen, die Richtung. Ah, jetzt hätte man natürlich an der Mondschmiede sein können. Oder sehe ich einen Mond? Ich meine, ich sehe Sterne, aber einen Mond. Hallo, ich will... Ja, First Person. Ha, nö, kein Mond. Von daher egal. Festung Almuel entdeckt. Ja, sag ich doch, hier entdeckt man noch ein paar Kleinigkeiten. Hey! Ach, gut gemacht. Leiche? Sturmmantel. Sturmmantel, Helm. Ach, Zauberbuch nehme ich noch mit. Ja, ja, ich gehe ja schon zurück, weil ich habe gerade keinen Bock hier zu kämpfen. Ich will meinen Weg hier nach Riften bestreiten. Komm, die Höhle, die ist so nah, die muss ich ja eigentlich jetzt schon entdeckt haben. Ach, gerade mal auch ein paar Stunden Pause zwischen den Aufnahmen gemacht. Ist der 2. November aktuell für mich. Wenn ihr das seht, wahrscheinlich nicht, weil ich habe schon Folgen produziert für, keine Ahnung, anderthalb Wochen oder sowas. Nee, letzter Tag von den 4-Tage-Wochenende. So ein Mist aber auch. Dabei wollte ich doch noch gerne weiter rumgammeln. Na, arbeiten gehen morgen. Was soll's.
Morgen wieder um 5.30 Uhr aufstehen, da freue ich mich ja drauf. Und wir haben 8:45 abends. Na super. Von daher mache ich wahrscheinlich heute keine so lange Aufnahmesession. Ein Hundchen. Böser Wolf. Aber das sieht mir doch verdammt richtig aus, so wie ich hier laufe. Da muss ich doch direkt mal einen Zug an der Dampfe nehmen. Oder auch nicht. Ja, ja, ich komme ja schon. Und wolltest mir. Ey, du Bananenbieger! Komm schneller dahin, sonst steht er wieder auf und. Ach, verdammter Vampir ist das! Ha! Waren ja gar keine Gegner für mich. Junger Vampir! Ach, klar, hier, her damit. Ein Kriegsachs. Naja, ich dachte, ihr hättet mal ein bisschen was Vernünftiges. Ja. Wieso kann ich den Typen nicht plündern? Hallo? So, hallo, ich will dich plündern. Warte. Ja, Lydia. Was sammeln? Schneebäre? Lydia? Ich will den Typen plündern. Ach, dann nicht. Da geht's jetzt weiter. Jetzt aber einen schönen Zug an der Dampfe. Ah, Erdbeerminze. Und man sieht nichts mehr in der Hütte. Das muss ich direkt nochmal. Oder schlechter Zeitpunkt dafür. Oh, Pelz nehmen wir mit. Nee, ich kann nichts mehr tragen. Toll. Lydia. Komm her. Ich habe keinen Bock, so zu schleichen. Ich sag ja, ich brauche irgendwie ein Haus oder sonst was. Um die Klamotten abzulegen. Beziehungsweise, ich habe echt keinen Peil, wo ein vernünftiger Händler ist. Wo ich ordentlich Gold kriegen kann und halt auch ein paar Sachen vernünftig loswerde. Die kann ja auch nicht mehr viel tragen. Komm hier, nimm die. Nein, ich will die nicht anlegen. Ah, Stahlrüstung. Bekleidung, Zaubertränke, Gewicht 05, hier geben. Benutze ich eh nicht so wirklich. Geben wir hier mal 8 davon. Jetzt kann sie wahrscheinlich auch nichts mehr tragen. Verdammt, ich wollte doch. Mann. Du kannst nicht rennen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Jagdbogen fallen, ja, dann kann. Ja, das war's scheinbar. Da! Essen! Nein, sie kann auch nichts mehr tragen. Ja. Haben wir langsam ein kleines Problemchen. Da oben sind Höhlen. Aber da komme ich ja, denke ich mal, gleich vorbei, oder? Ha. Oder? Na, ich versuch's jetzt nicht. Fuchs, lass ich mal in Ruhe. Kraftsteine scheinen wohl in dieser Richtung zu liegen. Naja. Ja, der Weg, der kann natürlich ein wenig langweilig sein. Ich habe auch gerade nicht wirklich was zu erzählen. Mir fällt nichts ein.
Nee, ich kann nichts sammeln, ich bin schon vollgepackt genug. Und die Markierung kann ich entfernen. Was haben wir denn da? Noch einen Säbelzahnviech. Was war das denn? Fuß? Roda. Der ist aber weit geflogen. Und ist er platt? Scheinbar. Ja, dein Auge kriege ich wohl gerade noch so mit. Komm, ich kann doch hier auch wieder hoch. Mist. Nehmt das. Ich hole Flüchtling. Später wieder. Ich zahle gut. Verliert es nicht. Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Danke. Ich kann nichts tragen. Keine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Hä? Mann! Pfeile haben kein Gewicht. Arvels Tagebuch. Ja, komm. Ach du Scheiße, der hat mir irgendwas richtig Schweres in der Hand gedrückt. Okay, da kann ich scheinbar fallen lassen. Möchtest du? Nein, gerade nicht. Ich war nur darüber verwundert, dass der Cursor nicht weitergeht. Das hier der Talmud, Delfine. Status aktiv, festnehmen oder töten. Hohe Priorität, abgesandten Genehmigungsstufe, was auch immer. Naja, irgendwas über Delfine. Hintergrund. Delfine war während des ersten Krieges ein Ziel von hoher Priorität. Bla. Ich wollte das nicht schon wieder lesen. Ich wollte jemand anderes. Naja. Mann, ist das eine bekloppte Menüführung hier. Egal. Ich kann immer noch nicht laufen. Oh, was hat der mir gegeben, ey? Eisenpfeil, Eisen. Ein popliges Eisenschwert hat der mir gegeben, oder was? Komm, scheiß auf den Streitkolben. Spitzhacke brauche ich auch gerade nicht wirklich, ja? Streitkolben der Funken kann ich auch drauf verzichten. Ja, und wenn das jetzt weg ist, was er mir gegeben hat, egal. Als ob er mich getötet kriegt. Ich meine, wo kommt der her? Wo will er hin? Was ist das für einer? Ah, hätte ich mal erklärt euch, aber dann, nö, ich habe eh keine Zeit zu quatschen. Wäre gekommen. Gehe ich jede Wette drauf ein. Und wieder Gegner. Na, lasst mich aber mal raten, euch freut das bestimmt mit den Gamer-Zeug. Ich meine, mich freut es theoretisch auch. Nur, ich habe da nicht wirklich was von. Ich hatte, so wie auch schon erwähnt, eh keine Probleme mit der Sperre, weil ich es immer umgehen konnte. Proxflow oder ähnliches. Wäre da das Stichwort. Naja, aber es wird wahrscheinlich einige freuen, dass sie wieder Musik hören können, die von der GEMA gesperrt ist. Wobei es da ja wohl immer noch heute, also ist ja seit heute in Kraft, seit dem 1. haben wir heute, ja. Habe ich vorhin irgendwas mit 2. oder sonst erzählt, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall seit heute ist das in Kraft getreten, dass die GEMA da sich geeinigt hat mit YouTube. Und naja, es wird viele freuen, ne? Eine Höhle. Da wollte ich aber gar nicht hin. Habe ich mich jetzt doch verlaufen?
Alter, wenn ich hier in echt hoch müsste, ich wäre ja. Ich würde noch schlimmer klingen als er wahrscheinlich. Obwohl man ins Fitnessstudio geht. Na gut, aber auch noch nicht so lange. Da fahre ich dann wahrscheinlich auch morgen oder übermorgen wieder hin. Da haben wir doch einen Mond. Ab zur Mondschmiede. Schon wieder Gegner. Ja, komm, Delfine, mach ihn. Delfine, ich meinte Lydia. Aber du bist mir auch keine Hilfe. Scheinen wir gleich schon da zu sein bei Rifton. Gucken wir mal auf die Karte. Nein, das sind wir noch lange nicht. Das sind wir noch lange nicht. Aber ich glaube, hier kann man ein wenig querfeld einlaufen. Ich stehe direkt vor der Mühle, aber... Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ah, arrow to the knee. Uralter Spruch. Was gibt's denn? Kann ich hier Sachen verkaufen? Eine Mühle? Nee. Verschlossen. Nein, ich kann nichts einpacken. Und ja, gehen wir mal hier so querfeld ein. Hier haben wir einen Turm. Ein Turm wahrscheinlich, der wieder voll mit Banditen ist. Oh. Ich wäre vielleicht doch besser auf dem Weg geblieben. Ah, ich sehe auf jeden Fall Gegner auf dem Kompass. Auf dem Radarkompass. Oh, 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 jede Menge Gegner. Was? Oh. Lydia kämpft gegen die, die kämpfen gegen Lydia. Ah, wird halt der Zeit hier selber mitzumischen. Ach, jetzt habe ich es entdeckt. Naja. Aber... Verdammte! Ach, jetzt ist... Ja, ja, kommt mir bekannt vor, die Burg. Wobei die auch aussehen kann wie jede andere. Wo komme ich denn hier rein? Wahrscheinlich nicht der richtige Weg, um reinzukommen, aber egal. Hallo? Hallo? Genau das hatte ich vor. Schwerte klingen. Viel mehr als Dietriche, Gold, vielleicht Pfeile oder was, kann ich gerade nicht mitnehmen. Das alte Problem mit dem vollgeschissenen Inventar.
Ups. Seid ihr zum Sterben bereit? Bist du es? Mehr. Habt ihr nicht drauf? Scheinbar doch. Schießkunst verbessert. Das war's hier, gut. Dann loote ich noch eben die Person da und bin hier weg. Mein Gold. Stoff halt auch gerne mitgenommen. Gibt's hier irgendwo einen Schalter oder so, um das aufzumachen? Ach komm, dann gehen wir so rein, raus, wie wir reingekommen sind. Über die Mauer. Über die kaputte. Nun ist aber auch lustig hier. Du bist tot. Du bist tot. Lachs. Lachs. Wo ist denn der alte Typin, der hier gerade durch die Gegend geflogen ist? Ach, da unten liegt er. Okay. Warte mal, ich wollte. Ach, Mann. Immer so viele Tasten. Was kann ich tragen? 315. Was war denn jetzt. Was war zuständig fürs Tragen? Okay, ein bisschen tragen kann ich. Aber nicht allzu viel. Einmal durchs Wasser. Toll, da wäre eine Brücke gewesen. Egal. Aber das war doch gerade mal ein schöner Kampf. Naja, vorbei. Eine Assassine, was will die denn von mir? Stirb. Notiz, nehmen wir mit, schwaches Gift der Lähmung, das Ziel ist für 3 Sekunden gelähmt, Stahlfall, Stahlschwert. Was steht denn jetzt in dieser Notiz? Interessiert mich ja gerade mal. Notiz, Kopfgeld, was sie? Kopfgeld, im Namen von Ballruf, der, nein. Wie befohlen, sollte Gizmo G um jeden Preis umbringen. Das schwarze Sakrament wurde vollzogen. Jemand möchte diese arme Person tot sehen. Wir haben bereits eine Bezahlung für den Auftrag erhalten. Ein Massenvolk kommt nicht in Frage. Astrid. Wer ist Astrid? Und ich kriege die Lautstärke im Spiel nicht runtergeregelt. Durch die Musik habe ich gerade mich selbst überhaupt nicht mehr verstanden. Egal. Ich hoffe, ihr habt mich noch verstanden währenddessen. Naja. Falls nicht, könnt ihr das ja drunter schreiben. Falls überhaupt jemand bis hierhin geguckt hat, Folge 12, 13, 13 müsste das jetzt schon sein. Ich nehme es mal nicht an, aber egal. Macht das ja hier eh nur auch Spaß und Jux und Dollerei. Und weil ich Bock auf Skyrim habe. Und weil ich Bock habe, Skyrim der Welt da draußen zu zeigen. Weil Skyrim ist ein tolles Spiel gewesen, ist. Also da hier kann ich echt ein fast Unendlichkeits-Let's Play rausmachen. So viel ist das ja hier. Ja, ich kann ein bisschen gerben. Vielleicht verringert das ja mein Gewicht. Gewicht 2, ja. Ja, wenn ich hier alles zu Lederstreifen verwurste, wa? Ja. Kann ich hier was machen? Eisenschwert. Ja, das brauche ich aber nicht. Was soll ich mit dem popligen Eisenschwert? Hühnerei! Oh. Oh.
War hier nicht irgendwo noch ein Weg? Okay, sie kriegt es alleine hin. Ah, hier muss ein Weg in der Nähe sein, weil da ist eine Brücke. Und eine Brücke deutet, finde ich, stark auf den Fußweg hin. Aber was haben wir denn hier vorne? Ist ja auch nicht so weit weg. Ah, noch ein Lager. Und Lager entdeckt. Ja. Dann können wir ja umdrehen und jetzt ab nach Riften. Sollte ja gleich da sein. Schätze ich mal. Ja, naja. Gleich. Ja, ich muss aber doch sagen, deutlich hübscher als das Originale. Ohne Mods ist es natürlich, mit Mods natürlich kein Vergleich. Apropos Mods, da fällt mir ein, ich habe vorhin mal geguckt, hier Special Edition. Ja, gibt ein paar Mods, gibt wohl auch schon ein, zwei von wegen Grafik. Aber es hat natürlich jetzt noch nicht den Umfang wie die Vanilla-Version, die ja jetzt bald 5 bzw. 6 Jahre alt ist. Oder 2011 kam das originale Skyrim. Die hier kam ja jetzt am Freitag. Ey, wenn du mich mit mir anlegst, dann aber bitte richtig. Weil so werde ich es nämlich richtig beenden. Habe ich neue Stufen zu vergeben? Talente zu verbessern. Ja, habe ich. Machen wir mal Schießkunst, wa? Verzauberung, Schmiedekunst. Oder was haben wir hier? Schmiedekunst, Stahlschmieden. Ach, das habe ich ja, glaube ich, schon. Schwere Rüstung, Blocken, zweihändig, einhändig. Schießkunst habe ich schon einmal, okay. Was haben wir denn bei schwere Rüstung? Oh, kann ich noch irgendwas anderes? Irgendwas anderes Hübsches machen, na, zweihändig. Ich könnte, glaube ich, einfach noch mal ein bisschen was auf einhändig tun. Oder? Nee, da brauche ich noch ein bisschen. Kampfhaltung, weniger Ausdauer oder Rüstung, Streitkolben hier mit Schwert nehmen wir das natürlich gerne. Chance darauf 10% Crit. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ah, die Sonne blendet mich, ich sehe nichts. Ach ja, Mods. Mods habe ich halt geguckt, also ich habe da jetzt nichts gefunden, was für mich interessant gewesen wäre, was ich hätte hier reinmachen wollen. Wie zum Beispiel Sky UI oder sowas. In Steam gibt es zum Beispiel immer noch keinen Workshop-Gedöns hierfür, also habe ich noch nicht gesehen. Heißt, kann ja trotzdem sein, dass es das gibt, nur ich habe es vielleicht übersehen. Oder nicht genau nachgeguckt. Aber wie gesagt, Nexus Mods ist halt da. Ihr seid wie ich, nicht wahr? Ja klar. Nichts mit diesen klobigen Zweihändlern anfangen. Richtig! Naja, wie gesagt, aber ich hab mal am Gucken wegen Mods. Ich werde da auch ein paar Mal öfter gucken. Nur so habe ich jetzt halt nichts gesehen. Wo ich sagte, das muss ich haben. Mein Mann und ich sind erst seit kurzem verheiratet. Ich stamme ursprünglich aus Syrodiil. Ja, interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Schlafen im Bettchen. Nö. Ah ja, das könnte. Darum heißt es vielleicht immer so von wegen, du siehst irgendwie krank oder schlecht aus, weil, ne, ich habe noch nicht einmal geschlafen, nur gewartet. Schlafen soll man ja auch zwischendurch mal. Ich will die Kraftsteine sehen. Ich weiß, ich entferne mich von Riften.
Ja, hätte ich ein Pferd genommen, wären wir natürlich schon da gewesen. Und es wäre auch lächerlich, einfach hier irgendwie so Berge hochzukommen. Denn Pferde können ja auch schon fast im 90-Grad-Winkel hochklettern. Bist du ein Feind? Ja, bist du! Nein! Nein! Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Ah, okay. Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Soll ich es nochmal versuchen, oder nicht? Ich meine, sehe ich denn... jemanden? Ha, okay, dann nicht. Vielleicht entdecken wir da einfach mal hier fix die Höhle. Ich meine, ach, der Hof da vorne, der reicht ja eigentlich auch schon als Entdeckung. Spinnenverseuchtes Gebiet, das sage ich dir jetzt schon. Ich meine, das Symbol da oben und die Spinnenweben da, die deuten stark genug darauf hin. So ein richtiges großes Nope, wahrscheinlich. Ach ja, Riften, das war ja, wie konnte man... Ach ja, hier. Sind wir jetzt gleich da? Ja, Tatsache. Gehen wir nochmal rein da. Machen von Riften. Öffne Rifton. Rifton, Riften. Ah, willkommen in Riften. Mal wieder. Hier standen wir ja vorhin schon mal. Ah, Händler! Ab gleich dahin. Aber bevor wir handeln und ähnliches machen... Ah, komm mal. Oder? Willkommen in Riften, Heimat der Diebesgilde. So, wollt ihr etwas kaufen oder... Ja, ich will. Blick drauf. Waffen. Ach, ich will nichts kaufen, ich will verkaufen. 39, ich habe immer noch keinen Schimmer, was ich mit den Dingern anfangen will. Egal. Sie hat Gold, nicht mehr viel. Arvids Tagebuch, wer? Ja, komm, weg damit. Ganz ehrlich, was soll ich noch mit diesen komischen Dossiers? Gesagt habe ich ihr das schon. Drachenknochen. Klar, weg damit. Wieso habe ich die Drachenknochen? Ah ja, weil Delfine nichts tragen konnten, oder? Redekunst, yay! Oh, jetzt hat sie aber bald kein Gold mehr. Ja, die brauche ich noch. Noch. Ich hoffe, das ändert sich bald mal. Scheiß auf das Eisenschwert. Ich habe keine Schimmer, was der mir zugesteckt hatte, der Typ. Gewöhnlicher Seelenstein. Seelensteine kann ich immer noch behalten. So ein gewöhnlicher Seelenstein wiegt 0,3. Peng. Hühner, Ei, Karotte, Karte, Kartoffel, kleiner Seelenstein, Knoblauch, noch mehr Kohl, ba, ba, Kopfgeld, ba, 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 ba. Ich will das nach Gewicht sortieren können, aber nö. Ich meine, in den 5 Jahren oder was hätte Befester ja mal dahergehen können und sich das Sky UI angucken können, was sie wahrscheinlich gemacht haben, und dann mal das Ding halt hier so, ne, übernehmen können. Oder wenigstens ihre eigene Version oder was davon machen können. Gucken, ob wir... Totenschädel. Er hat weg damit. Cool wäre natürlich, wenn man sein eigenes Haus hat, entweder in Weißlauf, Einsamkeit oder sonst wo, oder wenn man das baut, dass man dann die Regale mit Büchern oder was vollstellen könnte, die du da so einsammelst mit der Zeit.
Ja, dass das halt richtig schön gefüllt aussieht. Was ich auf jeden Fall weiß, ist... ab, das gibt mal mehr ab. Seht es euch an. Das weiß ich noch von damals, den Durchspielen. Was weiß ich, konnte Waffen an den Waffenständer aufhängen oder an Schildern oder sonst wie. Das sah nicht schlecht aus. Wäre halt, wie gesagt, auch cool, wenn man dann damit Büchern oder ähnliches machen könnte. Ja, naja. Werft einen Blick darauf. Was hast du denn überhaupt? Ein Holzschwert. Bekleidung. Pelzrüstung. Genau, hier Bekleidung. Da hatten wir doch hier noch 20, 10. Stahl. Tunika! Tschüss! Bücher. Was Wert, Gewicht. Wert. Zeitalter der Menschheit, Funken, Zauberbücher. Kann ich ja noch irgendwie einsetzen oder was? Drachenschuppen, weg damit. Auch wenn es angeblich 250 Gold wert wären, laut Inventaranzeige, aber dafür muss er irgendwie Redekunst. Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Doch! Oh! Ich suche eigentlich noch diesen alten Mann, der in Riften untergetaucht ist. Bitte was? Ja, bitte was? Ihr besitzt zwar Geld, habt davon aber nicht einen Septim mit ehrlicher Arbeit verdient. Das kann ich sehen. Was ein Bullshit. Natürlich habe ich das mit ehrlicher Arbeit verdient. Ich habe das entweder Leuten abgenommen, die ich abgeschlachtet habe, oder halt durch Kopfgeldern. Also was im Grunde dasselbe ist. Woher wollt ihr das wissen? Mein Vermögen geht euch gar nichts an. Ja, woher wollt ihr das wissen? Alles eine Sache der Einschätzung. Wie jemand geht, was er trägt, all das sind klare Signale. Mein Vermögen geht euch nichts an. Oh, das stimmt aber nicht. Geld ist mein Geschäft. Vielleicht hättet ihr gerne eine Kostprobe. Woran habt ihr gedacht? Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Was muss ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Warum soll ich Brandschei den Ring unterschieben? Das Gesetz brechen? Macht ihr Scherze? Ah, warum soll ich den Ring mal unterschieben? Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid und wir legen los. Voll die Mafia-Methode! Na, fangen wir an. Gut. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Kommt alle her. Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an. Kein Schubsen, kein Drängeln. Es ist Platz genug. Ich bin nur noch entdeckt, wa? Ach, genial. Was gibt es denn? Schlösser knacken war jetzt kein Problem. Silberring. Das habt ihr auch über die Irrlichtessenz gesagt. Und am Ende war es dann doch nur zerstoßene Luft. Wem sollte ich das zustecken? Den Baden, du brauchst. Das Problem ist, dass ihr die Gesetze dieses Landes nicht respektiert. Ey! Jetzt ereilt euch die Strafe des Jahres. Kluger Mann. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab. Dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt. Was haben die mir jetzt wieder alles abgenommen? Eigentlich nicht so viel, wa? Kleidung? Nee, eigentlich gar nichts.
Brifton steht unter meinem Schutz und ihr benehmt euch besser. Seltene Schmuckstücke und die schönsten Kuriositäten aus. Ihr seht nicht gut aus. Wie fühlt ihr euch? Ich habe wohl zu viel von euch erwartet. Tja. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch erwischen lasst. Wenn man bedenkt, wie es hier läuft, bin ich nicht überrascht. Was ist los? Na, meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech, aber so läuft es wohl einfach. Aber egal, obwohl ihr den Auftrag vermasselt habt, besitzt ihr doch das Feuer, nach dem ich suche. Es wartet reichlich Gold auf euch, wenn ihr für die Herausforderung bereit seid. Naja, ob wir auf diese Herausforderung bereit sind, das klären wir in der nächsten Folge, weil ich sehe gerade, dass wir schon wieder ein bisschen länger gemacht haben, als ich wollte, aber peng. Von daher, erstmal, wie gesagt, ob wir bereit sind oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, schönen Tag noch, schönen Abend noch, danke fürs Einschalten und danke für Daumen hoch, Abo, Klicks, was auch immer, danke und tschüss.